sagt ihr das gut beieinander, ich bin's wieder, der Gilmaneus. Jetzt lasst uns erst einmal einen kräftigen Schluck Freibier trinken. Salve, salute auf euch und eure Gemeinde. Prosit! Die Begrüßung, liebe Schwestern und Schwestern und Brüder, die Begrüßung wollte ich eigentlich weglassen, weil die immer so auftritt und von meiner Zeit weggeht. Aber das kehrt sich heute bei so einem Anlass und vor allem bei diesen gediegenen Gästen da heute, gell? Aber Spaß beiseite, das mache ich ja gern. Also, es freut mich narrisch, dass es sich auch heuer wieder gelungen ist, zu uns zu kommen und bei diesem geschichtsträchtigen Anlass dabei zu sein. Ein herzliches Grüß Gott, unserem Landrat Georg Huber. Grüß Gott. Hat es ja voriges Jahr angeblich so gut gefallen, dass er es sich nicht nehmen hat lassen, auch heuer wieder dabei zu sein. Und immer bitter, lieber Herr Landrat, dich freut es ja auch, wenn du den westlichsten Punkt deines Landkreises einen Besuch abstattest. Weiter begrüße ich an Herrn Bürgermeister Kirchmeier, grüß Gott, Herr Kirchmeier, auch heuer wieder mit Frau, grüß Gott, Frau Kirchmeier. Um den Kirchmeier sehr Trost zu spenden, hat er sich kurzerhand selbst um Beistand kümmert. Ein bester Freund vom Bürgermeister, der Herr Pfarrer Wolfgang Brinkmann vom Pastoralverband Elsten Weber. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Pfarrer Brinkmann. Lieber Kollege, wenn also der Sepp einmal das Zinnen anfängt, dann darfst du bitte durchaus die Hand auflegen. Aber eins ist schon klar, gell? Die alleinige Rede und Predigt da heute, die halt schon ich da hören, gell? Weiter, liebe Brüder und Schwestern, wählen wir natürlich den Gemeinderat alle Honorationen. Und es ist ja nicht zu glauben, liebe Brüder und Schwestern, aber er traut sich immer noch da einer. Ein herzliches Grüß Gott, unseren Dr. Hans Hacker. Liebe Frau, natürlich grüß er dich. Ich hoffe, du hast deinen Jungen auch gleich mit dabei am Simmel, damit der gleich einmal weiß, was auf einem gestandenen Dorfarzt im Abend so alles zugibt. Liebe Brüder und Schwestern, nicht zuletzt möchte ich euch natürlich euch alle da herin herzlich willkommen heißen. Also ein herzliches Grüß Gott beieinander, dass wir auch heuer wieder so gemütlich beieinander sitzen, gleich noch einmal ein lautstarkes und überschwängliches Prosit. Losgehen. Doch bevor wir loslegen, müssen wir schon noch was klären. Die letztjährige Fastenpredigt hat nämlich der Frau, Dings der Frau, jetzt wollten wir ihren Namen nicht ein, auf jeden Fall hat dieser Person die Fastenpredigt vom letzten Jahr nicht so gut gefallen. Darum hat sie auch gleich am Sonntag, Sonntag in aller Herde hat früh beschert und als die Verantwortlichen noch total in die Liebe waren. Und ob sie es glaubt oder nicht, liebe Brüder und Schwestern, sie hat sich mit vollem Namen und Vornamen vorgestellt und losgelegt, auch gerade bei dem, der auch für heuer die Fastenpredigt schreibt. Schlussendlich hat der Frau Dings, der Frau, ist er auf jeden Fall, hat die gefragt, ob die letztjährige Rede von der Vorstandschaft des FC Meitenbiet genehmigt war. Von der Vorstandschaft genehmigt? Liebe Brüder und Schwestern, die Antwort von mir ist nein, das war sie nicht. Ich habe die Rede damals nicht vom Vorstand freigelassen und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, bin ich heuer noch letzte Woche mit dieser Rede da zum Vorstand des FC Meitenbiet gegangen, um mir die Rede zu genehmigen. Aber was soll ich sagen? Die wollten mir die Rede gar nicht genehmigen. Denen ist es wurscht. Na Gott sei Dank. Ich hätte es ja auch nicht gesagt.
Liebe, egal. Jetzt besteht die Riesenchance, und so viel Zeit kann man uns schon nehmen, dass du da aufkommst oder ich zu dir runter und du mir diese Rede da heute freigibst. Frau, freigeben. Oder was? Angela? Nicht? Ja, dann mach ich jetzt weiter. Oder? Gut, dann fang jetzt. Schwestern, vielleicht fragt ihr jetzt euch womöglich, wo heute die Isener Blaskapelle ist. Weil diese fünf niedrigen Gestalten da, das Lochtrio da herum, hat ja wirklich nicht viel mit einer Blaskapelle zu tun und schon gar nichts mit der Isner. Oh ja, dass die Isner heute da sind, das ist wahrlich meine Schuld. Mehr Kulpa, das muss ich echt zugeben. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich hab die nicht voriges Jahr, hab ich die Isner sauber zusammengeschissen. Wenn er den falschen Schwül mal holt, darf ich da und hab ja dann noch der Standpauke, dieses Schulter mit voller Wucht, also, wie ihr euch erinnern könnt, ich hab ihnen das Schulter ganz sanft, hab ich ihnen das da hin, vom Boden vor die Füße hingelegt, ganz sanft, ob es einen erpresselt hat, das weiß ich nicht, aber offensichtlich sind sie dermaßen erschrocken oder gar beleidigt, dass heute nicht was. Ich weiß es auch nicht, da braucht man doch nicht gleich so beleidigt sein. Was darf denn da der Bürgermeister sagen? Oder die Frau Freigeberin? Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mich dennoch in aller Form bei euch entschuldigen, dass ihr wegen mir dieses Lochtrio da aushalten müsst. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, da hilft nur eins, und das ist viel dringender. Also, liebe Brüder und Schwestern, in excusabiles Prosit! Nicht da. Aber der andere ist da, liebe Brüder und Schwestern. Der Herr Landrat Georg Huber. Und wenn er schon mal da ist, dann möchte ich dir auch gleich Dankeschön sagen. Keine Drohungen, Menschen. Auf jeden Fall will ich Dankeschön sagen, wie er sich erinnern kann. Ich habe ja vor 2 Jahren den Wunsch der Mabetta mitgegeben, wonach sich diese einen erweiterten Wertstoffruf zurückwünschen kann. Und was soll ich sagen? Der Huber Schorosch hat das Unmögliche möglich gemacht. Und ja, liebe Brüder und Schwestern, Mabit kriegt wieder einen eigenen erweiterten Wertstoffhof. Und durch wen? Durch Landrat Georg Huber. Bravo! Ja, liebe Brüder und Schwestern, und mit diesem Hintergedanken haben wir den Huber Schorosch heute wieder eingeladen. Weil wenn das auf diese Art und Weise so gut funktioniert, dann kann man ja noch ein paar andere Aufgaben mit nach vorne geben, oder? Einen Verkehrskreis in Straßen zum Beispiel. Ja, einen Kreisverkehr bei der Überquerung der Isnerstraße zur B12. Warum nicht? Es ist ein viel geäußerter Wunsch. Stimmt, der Herr Landrat ist sozusagen nicht zuständig, aber dieser Reifeskerl, also dieser Tausendsasser, der Tausendsasser kann das auch wirklich durchsetzen. Der ganze Verkehr bei der B12 da drunten, der läuft doch in diesem Bereich viel zu flüssig. Und wir hätten auch so gerne einen Staubereich wie an dem Kreisel kurz vorher drin. Ein guter Vorschlag, aber wenigstens hat er dann was nachdenken, zum Nachdenken davon. Also lieber Herr Landrat, auf jeden Fall vergelt's Gott für den Wertstoffhof, lasst uns anstoßen, Kommunale Grazie, Ago, lieber Herr Landrat, auf die Prost. Liebe Brüder und Schwestern, weitere Dinge habe ich, politische Dinge habe ich heute überhaupt gar nicht auf meinem Programm, weil das Ganze hing ab mit der Bundestagswahl
schon ein bisschen auf den See gegeben. Ein halbes Jahr Verhandlung über Jamaika und Marokko und was weiß ich, was da noch alles umgeht, bis die wieder zum Regieren kommen. Und da wissen sie nicht einmal, ob das gescheit funktioniert. Aber das weiß man nie, Herr Bürgermeister. Genau, und drum mache ich heute nichts mehr Politisches, nichts über den Gemeinderat, nichts über deren Mitglieder, für gesagt, weil mir das mit dem Bundestag schon reicht. Wenigstens, liebe Brüder und Schwestern, wenigstens ist eine Legislaturperiode auf kommunaler Ebene 6 Jahre und nicht wie am Bundestag bloß 4 Jahre. Weil sonst hätten unsere ländlichen Gemeinden überhaupt nicht mehr zum Regieren kommen. Obwohl dieser Kirchner Sepp wurscht war. Denn der Sepp geht sowieso ganz entspannt in die letzten Jahre seiner Amtsperiode. Gell? Er hört dann auf, zumindest sagt er das. Die Nachfolge, ja, die Nachfolge, da ist ein Honakal bei der letzten Schützenjahreshauptversammlung was rausgerutscht. Er sagt zwar nicht, dass er für das Bürgermeisteramt kandidiert. Er sagt aber, er kandidiert nicht mehr für das Amt des Schützenmeisters. Lasst sich also nicht mehr wählen, weil das Schützenmeisteramt dann mit der Bürgermeisterwahl überschneiden wird. Jetzt kann jeder denken, was er will. Aber ihr habt ja noch 2 Jahre Zeit, um das wieder auszubringen. Also, liebe Brüder und Schwestern, keine weitere Politik heute. Wobei eine Ausnahme, und das muss man so sagen, muss man natürlich schon einen Satz über eure Gemeinde überhaupt verlieren. Der ist aber auch nicht rein politisch, sondern eher privat. Es war letztes Jahr im Sommer eine satte Radtour durch 4 Landkreise. Und ihr glaubt es nicht, was ich euch hier sage, er ist mir gefallen. Er und seine Frau. Ja, freilich, seine Frau war auf jeden Fall mitgefahren und hat besser was seine Frau und er ist mitgefahren. Aber wie auch immer, er hat sich schon ein bisschen wehren lassen, aber nachdem das neue E-Bike, das er vom Landrat geschenkt wird, hat sich langsam verfeit, kriegt er aus der Sache nicht mehr raus. Auf jeden Fall über so 2 Drittel der 70 Kilometer langen Strecke bewältigt war, fragt der Kirchmarsel an Foltermann Hans, wie es da so mit Abkürzungen ausschaut. Erstens, lieber Sepp, man stellt dem, der die Fastenpredigt schreibt, nicht so eine saudumme Frage. Und zweitens, ist dem Bürgermeister dann schon wieder schnell vergangen, wie er der Hans erklärt hat, dass der Landrat in das E-Bike einen GPS-Sender einbauen hat lassen, der die ganze Strecke genau aufzeichnet. Von da ab ist der Sepp vorschriftsmäßig weitergefahren. Denn er wollte nicht, dass der Landrat am nächsten Tag auf seinem Computer seine Abweichungen sieht und er womöglich nachsitzen lässt. Ein Lob auf deine Disziplin, Herr Bürgermeister. Zumal er sich nicht nehmen hat lassen nach der Radeltour, sogar mit dem normalen Fußvolk oder besser Radelvolk auf Terrassen bei der Boschner Wirtschaft einzukehren. Und da, liebe Brüder und Schwestern, hat er dann genau das gesagt, was ich zu jetzt euch sage. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ist die absolute Wahrheit. Also, es war einmal eine Betriebsfeier in München. Und nachdem der Scheißerl, also der Trofimund Reinhold, zufällig genau bei der Firma gearbeitet hat, die die Betriebsfeier gemacht hat, war er auch eingeladen und ist auch hingegangen. Wer von euch kennt den Scheißerl? Wer morgen? Der Scheißerl, das ist der, der sich Witz erzählt, der er selber noch nicht kennt. Und sich deshalb bereits meistens weit vor der Pointe zu Tode lacht. Kurzum, der Scheißerl ist ein richtig netter und lustiger Kerl vom Land. Und dieser Bursch vom Land war in Minger auf einer Betriebsfeier. Und da muss scheinbar ziemlich lustig hergegangen sein, wenn brav wieder ist.
der dann beim angerufen hat und gesagt, dass er lieber mit dem Bus heimfährt und damit erst um 6 Uhr auf nachts ungefähr heimkommt. Es sei außerdem recht lustig und sie, also seine Frau, braucht sich keine Sorgen machen, wenn er mit dem Bus heimfährt. Wie er dann zum Ostbahnhof geht und wie angekündigt mit dem Bus heimfahren möchte, stellt er fest, dass er so eine Stunde zu früh dran ist und eine Stunde warten muss, eben bis der Bus nach Mabit fährt. Was also tun? Ein Menschenversteher ist er ja der Reinhold und so unterhält er sich mit den paar Pennern, also Obdachlosen, da am Ostbahnhof und die gehen ja mal noch ein paar Runden aus. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, der Scheißer, und er revanchiert sich. Er gibt also einen von seinen neuen Freunden 10 Euro, der bedankt sich noch recht freundlich, geht los zum Wirbeln, kommt aber nie mehr zurück. Trotzdem hat der Scheißer mit seinen neuen Freunden eine solche Gaudi, dass Bus um Bus abfahrt, aber ohne ihn. In der Zwischenzeit telefoniert seine Frau die Gabi, die halber die Welt ab und fragt, ob jemand einen Reinhold gesehen hat oder einen Bus mit dem Reinhold. Den letzten Bus, liebe Brüder und Schwestern, hat der Scheißer dann doch nur erwischt. Und wie der Reinhold dann endlich daheim war, war er auf jeden Fall um eine soziale Erfahrung reicher und um ein Nudelholz, liebe Brüder und Schwestern. Wer jetzt darauf gewartet hat, dass auch heuer wieder was über den Richterstab der Lenz zum Erzählen geht, den muss ich leider enttäuschen. Für Lenz war das vergangene Jahr ein ganz normales. Was man heute bei ihm für ein normales Jahr anschaut. Beim Grandl Thomas mit dem Roller Gickerl holen, kriegt aber keinen. Beim Heimfahren geht ihm da noch der Sprit aus, sodass er seine schwere Maschine über den Arsch mal bergauf verschieben hat müssen. Auch gerade er, wo so wehleidig ist und aufgrund von einem Radlfahren die dritten Schulter fast zum Stern hergerichtet ist und alles, aber auch alles absagt, um dann vollkommen überraschend nur ein paar Tage später mit seinen Späßen einen zweiten Tagesberg zu machen. Und da passt dann auch noch dazu, dass er und übrigens auch der Schwarzhartl sein körperliches Wohlbefinden durch eine Thai-Massage massiv aufwerten haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was eine Thai-Massage ist und schon gar nicht, wie es geht. Auf alle Fälle hat nach dieser Thai-Massage sowohl der Hartl als auch der Lenz tagelang nicht mehr gescheit gehen können. Und jetzt frage ich euch, wie das geht. Es ist ja bekannt, liebe Brüder und Schwestern, dass Thai-Mädchen außerordentlich gering gebaut sind, im Gegensatz zu denen zwei Mannsbüchern. Und diese Thai muss sich entweder fürchterlich brutal aufgeführt haben, oder die zwei haben wirklich so Weicheier, so wehleidig. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns anstoßen auf die zwei Herren und auf deren Happy Ending. Prost! Liebe Brüder und Schwestern, dann geht man irgendwann im Leben mit dem Verein seines Herzens auf Reisen. Das hat sich auch der Boschner Wirt, der Dichterlander, denkt, hat das Kommando übernommen und hat mit seinen Sinnweitern Verbündeten eine Reise zum Auswärtsspiel des FC Bayern nach Bremen gemacht und wollte das Spiel anschauen. Der Andi hat gedacht, da war im Rahmenprogramm auch nicht schlecht. Und darum sind sie dann daher losgefahren mit dem ICE zu einer Stadtbesichtigung nach Hamburg. Da haben sie sich den einen oder anderen Stadtteil, warst du dabei, oder? Da haben sie sich den einen oder anderen Stadtteil so angeschaut und unter anderem, liebe Brüder und Schwestern, waren sie auch in St. Pauli. Nein, doch in St. Pauli. Jetzt haben sie mir erzählt, dort gibt es überwiegend Speiselokale. Doch, ja. Das hört man immer, dass da die Herren reiheweise abgespeist werden. Ja, jedenfalls, nach einer langen Nacht, sind dann alle am anderen Tag mit dem Zug weitergereist nach Bremen. Alle. Also das heißt fast alle. Einen haben sie partout nicht mehr gefunden. Ein Freund, der Stefan. Der ist wahrscheinlich irgendwo stecken geblieben.
opfern müssen. Und damit, liebe Brüder und Schwestern, war der Freund der Stefan gezwungen, sich um 25 Euro eine eigene Bahnkarte zu kaufen, das hat er auch gemacht, und selbstständig nach Bremen zu fahren. Und völlig überraschend taucht dann auch noch ein Fahrkartenkontrolleur auf. Und jetzt war der Bursch so verdattert, dass er ohne Nachzudenken auf seine bezahlte Fahrkarten auch noch freiwillig 60 Euro Strafe fürs Schwarzfahren zahlen hat. Was sagst du jetzt da? Und dann ist doch nicht klar, liebe Brüder und Schwestern, haben sie dann nach dem Spul in Bremen, dass alle wieder beieinander sind, beim Heimfahren noch einen Zug versankt und sind erst einen Tag später heimgekommen. Aber was da alles passiert ist, das erspare ich euch jetzt. Errare humanum es, liebe Brüder und Schwestern, ein Prosit der Vergesslichkeit. Schwestern, es scheint ja wirklich so zu sein, dass Busfahren und vor allem Bahnfahren für euch eine besondere Herausforderung darstellt, was. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich letztes Jahr schon besser aufpasst, weil da ist mir doch tatsächlich was durch die Lappen gegangen, oder besser gesagt, wie bei Reden gerutscht. Ihr heißt so schön, aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Es geht um einen Kreuzbraven da. Er ist zwar ein Nordstaatler und ein alten Herrenradfahrer, aber im Grunde seines Herzens ist er wirklich brav. Der Allram Hans. Ihr wisst schon, der wohl zur Schusterklammer fährt. Und hilfsbereit, wie er ist, fahrt er die Gantner Hilde mit samtlichen Radeln nach Dorfen zum Bahnhof, weil die in Minger mit einer bekannten Radeltour machen möchte. Er ist sogar so hilfsbereit, dass er über das schwere Drum einen Zug eintragt und drin auch noch befestigt. Der Fehler war bloß, dass der Zug in der Zwischenzeit abgefahren ist. Und zwar mitsamt den Hansi. Also er kommt nicht mehr raus. In Tarn-Matzbach allerdings kann er sich vom Zug befreien, weiß aber nicht, dass Tarn-Matzbach eigentlich nur eine Bedarfsfallstelle ist und man von dort nicht mehr zurück nach Dorf kommt, zumindest nicht zu Fuß. Jetzt ist Gunnar Rateier, ein einsamer Bahnhofswärter, gibt ihm dann den Tipp, er soll doch weiter Richtung Minger fahren und dann in Hörkhofen wieder aussteigen, da kann er dann wieder nach Dorf zurückfahren. Gut, gesagt, getan, der Hansi fährt weiter nach Hörkhofen. Und dort kommt er sich dann auf diesen großen Bahnsteig so dermaßen verloren vor, dass er einen hilfsbereiten Bahnbeamten auffällt. Der redet ihn dann um und hört sich die Geschichte unter fröhlichem Schmunzeln an und sagt, dass er nicht der Erste war, dem das passiert ist. Er geht sogar so weit, dass der Urdemo den armen Hansi noch die nächste Verbindung erklärt und sogar bei der Zugankunft seinem Kollegen sagt, er soll bitte schön auf den Hansi aufpassen und er umsonst wieder zurück mit nach Dorf nehmen. Ja. Und so ist der arme Hansi wieder unbeschadet zu seiner Clara gekommen. Wenn auch wesentlich später. Der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst ist euch jetzt auch klar, oder? Der Hans ist zwar umsonst Richtung Minger gefahren, aber kostenlos wieder zurückgekommen. Liebe Brüder und Schwestern, der Mittermann. Kennt ihr den? Das war der mit dem Wetterstab, gell? Irgendwas habe ich gehört, wie ich zugefahren bin. Der Mittermann ist jetzt Vizepräsident vom Schützenverein Alpenblick. Das, was ich aber zum Predigen habe, hat damit gar nichts zu tun, aber rein gar nichts. Der Mani findet nämlich ein totes Reh und ruft pflichtbewusst an Michelmar Fritz an, zwecks der Entsorgung. Jetzt ist es aber so, dass scheinbar der Michelmar Fritz gemütlich irgendwo auf einem Hochsitz sitzt, logischerweise sitzt, also dass er nicht hochsitzt, sondern hochliege, was? Jedenfalls scheint so zu sein, dass der Fritz unabkömmlich ist, weil der Fritz ruft nämlich seinerseits an Gruber-Rudi an und sagt, er soll das Dodi Reh vom Mittermann entsorgen. Jetzt muss man wissen, dass der Gruber-Rudi in Sohlen beheimatet ist.
und somit einen wesentlich weiteren Anfahrtweg haben als der Fritz. Ja, sagt einmal, es Jäger, geht's denn noch? Wir gehen denn das zusammen? Wird's hier noch Fahrkilometer zahlen oder ist das Entwicklungshilfe für die Säuner? Gemäß nach dem Leitspruch, wenn Gott nicht mag, dann schickt er noch hart und wenn's da nicht wollen, noch sollen. Dass er gar nicht da ist, weil er Angst hat, zufälligerweise mal eine Fluidsache im Frisier gehabt, die da früher immer durch die Lappen gegangen ist. Auf jeden Fall will sowas nicht mehr hören. Wenn du das nächste Mal angerufen wirst, dann gehst du bewegt gefälligst selber da hin und schickst nicht deinen Adjutanten aus sollen, gell? Dass das klar ist, liebe Brüder und Schwestern. Und wenn ich gerade beim Schimpfen bin, gehen wir gleich zum Dr. Hager. So weit ziehe ich nicht. Nein, liebe Brüder und Schwestern, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie sich euer Doktor, der Hacker Hans, heuer zusammengerissen hat, dass er nicht trocknet. Und ich sage euch, es gibt tatsächlich nichts, aber auch gar nichts zum Aussitzen. Seit seiner letzten jährigen Hüftoperation, dass er sauber erholt hat. Nichts zum Aussitzen. Aber das ist mir wurscht. Dann erfüllt man halt was, gell? Nein, liebe Brüder und Schwestern, beim Hackerhans, da braucht man nichts zu finden. Da geht ein bisschen was, geht da immer, gell? Erstaunlich, liebe Brüder und Schwestern, wird er seit seiner Hüftoperation um ein Vielfaches schneller geworden ist. Und er saust in seiner Praxis umeinander wie von einer Tarantel gestochen. Der peitscht die Patienten dermaßen schnell durch seine Untersuchungen, dass die teilweise gar nicht mehr wissen, was überhaupt gefällt hat. Ja, da darf der junge Doktor, der Junior, schon ein bisschen zuverlässiger, gründlicher und langsamer untersuchen, gell? Dass er die Junge erschaut, dass der Patienten durchschnittlich im Sitz bleibt, gell? Und liebe Brüder und Schwestern, mutiger ist er auch geworden, der Dr. Hacker. Und reiselustiger. Stellt euch vor, der will nach Kapstadt. Warum weiß ich auch nicht, ich weiß nur, dass die da drunten zur Zeit gar kein Wasser haben. Da wird schlecht ausschauen mit deiner Körperhygiene, Dottore. Aber was mich noch viel mehr erstaunt, ist das, dass er dort hinfliegt. Und das, obwohl er extreme Flugangst hat. Und kurzer ist er auch noch. Zusätzlich nur ein bisschen auf die Hedschraube, hat er auch noch einen Billigflieger gebucht. Aber abstürzen wär's schon nicht gleich. Aber soll er es da trotzdem in die Hosen machen, dann ist erst recht schlecht, wenn die da drunter kein Wasser haben. Aber du wirst das schon wissen. Und wenn wir gerade beim Doktor haben, dann muss ich nur mal kurz auf die Radeltour zurückkommen von vorhin, wo der Bürgermeister reingefahren ist. Ein Doktor Hans, seine Frau, die Ingrid, die war mit dabei. Und wollte unbedingt, dass ihr Motor auch mitfahrt. Er hätte ja auch ein E-Bike. Aber wie hat Ingrid gesagt, der hat 274 Ausreden, dass das nicht geht. Aber es läuft genau die eine Planung an einer Radtour fürs heilige Jahr, wo der Dr. Hacker auch mitfahren kann. Möchtest du den Routenverlauf wissen? Ich kann euch sagen. Start ist am Maibaum. Dann erst einmal eine riesengroße Runde um den Kirchplatz und dann direkt zum Burschen auf der Rasse. Dottore, wenn du da dann nicht mitfasst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass wir uns nächstes Jahr da wieder treffen und dir richtig die Witten lässt. Vita est notus, ein Prosit auf die Bewegungsfreude unserer Ärzte. Liebe Brüder und Schwestern, wie in jeder Gemeinde gibt es auch in Meidenbeek ein paar Personen, die ein bisschen was zum Repräsentieren haben. Aus diesem Grund hat sich ein Pfarrgemeindevorsitzender
der Schrankkurt ein neues Jackett gekauft. Aber wer sich erinnern kann an letztes Jahr, der weiß, dass Kleidungsstücke für den Kurt nicht immer problemlos verlaufen. Hat er sich voriges Jahr so eine kurze Hose gekauft, in der fast ein 5-Jähriger keinen Platz gefunden hätte, gell? So hat er bis ein heuer wieder anderer Fehler passiert. Bereits beim Hochamt hat er das Preisschmiedel offen drum. Das hat ihm dann die Stolper Alexandra gesagt und ihm darauf hingewiesen, dass das werbemäßig nichts bringt. Das war dem Kurt aber wurscht, weil am Nachmittag zur Andacht hat er das Schmiedel von K&L immer noch mit stolz geschwellter Brust umeinander gebracht. Wahrscheinlich hat er gemeint, das Schmiedel steht für seine Lebensauffassung. Das stimmt aber nicht, lieber Kurt. K&L heißt nicht Kirche und Landwirtschaft. K&L heißt schon eher Kult und Luxus. Luxus dessen, liebe Brüder und Schwestern, weil er selber Bredel und Brot umeinander verzeiht, dass seitdem er einen Zeh abgenommen haben, er zur Fußpediküre geht. Und nämlich deswegen, weil er mir um 10% billiger kommt. Ein großer Dank, Kult. Ich sag's euch, der Kult. Das FC Meitenbeet betrifft, sage ich frei nach dem Motto, nicht geschimpft ist Club nur. Über ehrere Spielweise gibt es ja heuer wirklich nicht viel zu jammern. Aber jetzt belohnt die einen der Trainer und gibt ihr da zum Hocker Volksfest 50 Euro mit, damit sie sich Brezen kaufen können. Was haben sie gemacht? Sie haben ja ganz ein paar findige Kerle unter sich. Und die haben sich gedacht, was man verfressen kann, das kann man auch versaufen. Und kaufen sich von den 50 Euro 2 Paletten Schnapsflaschen. Der Unterschied, liebe Brüder und Schwestern, ist das, dass man vom Essen in der Regel keinen Rausch kriegt, vom Saufen aber schon. Und so war es dann auch. Am nächsten Tag beim Auswärtsspiel haben sie erst einmal den Dress vermissen und dann haben sie das Spiel chancenlos verloren. Ich hoffe jetzt, lieber FC Meitenbeet, es bleibt der einzige Ausrutscher in nächster Zeit. Sowohl vom Trainer, dass er unseren den Alkohol zugeneigten Spielern keine 50 Euro mitgibt, und zum anderen an der Mannschaft, denn wenn euch ein Trainer sagt, ihr sollt euch Brezen kaufen, dann kauft euch auch Brezen. Und Schwestern, der Dichter Sebastian, Sohn des berühmten Dorfgastronomen, hat sich zwar in das Starkbier-Organisationsteam eingeschmuggelt, aber wenn der meint, dass er damit verschont bleibt, dann hat er sich geschnitten. Man kann über diesen Buren wahrlich einen Roman schreiben. Und ein Kapitel war sicherlich die Geschichte vom Badturnier letztes Jahr im Oktober. Da müssen wir schon einmal drüber reden, lieber Basti. Jetzt weiß ich nicht, hat er so schlecht gespielt, weil er so viel gesoffen hat, oder hat er so viel gesoffen, weil er so viel schlecht gespielt hat. Auf jeden Fall hat er aus unerfindlichen Gründen die Gastwirtschaft verlassen, kommt aber nicht mehr zurück. Nach geraumer Zeit macht sich ein erlesenes Team auf die Suche, wo die überall nachgeschaut haben. Im Wohnhaus vom Dichterhandi, im Busheißl vor der Schule, hinter Maibam. Und was der Teufel, also was die noch alles wo überall. Sogar im Vorraum von der Raiffeisenbank haben sie nachgeschaut. Da haben die wirklich gemeint, der kann in seinem Zustand da die Bank überfallen. Ich habe beim Suchtin auch schon weitergefällt. Aber nichts, 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 er ist zum Verrecken nicht erfinden.
Der Basti hat sich kurzerhand einen Schlüssel von einem von den Fremdenzimmern von der Boschner Wirtschaft geschnappt und hat dort friedlich seinen Rausch, also seinen, ihr wisst schon, genau, seinen Frust über die schlechte Spielweise beim Ratten ausgeschlafen. Da war aber dann noch was, lieber Basti. Der Basti hat sozusagen ein Händchen für brenzliche Situationen. Ja, man kann sagen, der tortet von einer in die andere rein. Und drum hat sich der Basti eine Methode zugelegt, wie man aus brenzligen Situationen rauskommt. Beim Ritteressen zum Beispiel. Aber auch so eine brenzlige Situation für Sebastian. Er ist also mit einem Haufen Freunden beim Ritteressen, wenn sie haben gut gegessen, drungen und eine Mordsgaudi gehabt. Auf einmal war der Basti weg. Seine Schwester und seine Hauptscheider waren dann gleich geflogen, um die Fremden zu machen. Haben sie aber nicht. Der Basti hat das Ritteressen zum Anlass genommen, hat sich in eine echte Ritterrüstung eingezwängt, in der er keinen Platz gehabt hat, hat sich in diesem Schutzpanzer erst einmal gescheit murmodrungen und hat dann die Fragen aller Fragen gestellt. Mit klarem und lautem Ton. So, der Brand. Rausgenommen ist dann eher ein lautes und unreines Whistle Hell. Er hat also beim Ritteressen in seiner Ritterrüstung um die Hand seiner Lisa gehalten. Die Antwort, liebe Brüder und Schwestern, hat er bis heute nicht verstanden, weil er nämlich gänzlich abgeschirmt war und zusätzlich in geistiger Finsternis. In diesem Zusammenhang, lieber Leitmannstädter Hans, sei daran erinnert, dass du vor 3 Jahren da erinnert, deiner Sabine mit einem Blärmischreißer von der Tischdekoration auch schon mal gefragt hast, ob sie heiraten möchte. Die armen Orschner Schützen warten noch bis heute auf die lang ersehnte Hochzeit. Ich kann verstehen, lieber Geier, dass dich eine erneute Frage womöglich in arge Schwierigkeiten bringt. Aber mit der Idee von Basti, da ergeben sich ganz neue Dimensionen. In einer Ritterrüstung kannst du fragen, was du willst. Da kann dir die Sabine keine Oberhand. Ja, das Schlimmste, lieber Geier, was da passieren kann, ist das, dass du dir ein Vorhängeschloss verpasst und dich in deiner Rüstung vergangen hast. Aber das halte ich für persönlich eher unwahrscheinlich. Also trau dich, Geier, frag's noch einmal. Wenig wie die Witsche, liebe Brüder und Schwestern, ein Prosit auf den Einfallsreichtum unserer Jugend. Es ist ja nicht alles hoffnungslos und schlecht in einer Gemeinde. Es gibt ja doch den einen oder anderen Lichtblick. In Orschmertrund zum Beispiel, der kleine Helmut. Gesetzestreu wie der ist, hat sich der sofort nach dem Inkrafttreten der Regelungen in der Bayerischen Bauordnung in seinem Haus vorschriftsmäßig Rauchmelder einbaut. Und wer den Helmut kennt, der weiß ja, dass der, also auf jeden Fall hat der nach getaner Arbeit erstmal mal nicht geraucht. Und was soll ich sagen? Der Rauchmelder funktioniert. Er hat mit seiner Raucherei gleich den Rauchmelder selber ausgelöst. Blöd war nur, dass er nicht gewusst hat, wie man den Rauchmelder wieder ausschaltet. Und zwar war es so blöd, dass er bei seinem Sohnemann in der Arbeit rufen müssen und der ihm sagt, wie man den wieder ausmacht. Da tue ich, liebe Brüder und Schwestern, mit meinem Drum da schon leichter. Ich weiß, wie man den ausmacht.
Bürgermeister, Herr Landrat, Herr Kollege, mit diesen mahnenden Worten möchte ich es für heute gut sein lassen. Ich entlasse euch nun fröhlich und fidel in eine feuchtfröhliche Nacht und wünsche euch nur ein paar gesellige Stunden in dieser schönen Runde. Passt mein Bütchen beim Horngeh auf den Weibern auf und seid freundlich zueinander. In diesem Sinne zum letzten Mal für Gott und gute Nacht beieinander, euer Gilmarius. Herzlichen Dank, sensationell wieder, wie immer, Herr. Also, ich glaube, erst einmal ist es schon noch ein Applaus wert für den Christoph. Ja, aber wie gesagt, der Christoph ist der eine Teil, das ist der, der das Ganze vortragt. Der andere Teil ist der, der das Ganze dicht und der das Ganze schreibt in unendlich vielen Stunden. Das ist der Faltermann Hans, der da an der Kamera steht. Hans, gebe zu, zum Christoph, die Tore haben sie wirklich gefunden und wirklich sensationell. Und jeder drückt später auf. Dankeschön.